Glück auf, liebe Camper. Und willkommen zurück auf dem Kanal Podcamper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute mal so ein kleines Video über unsere Autarkie. Wir haben ja einen Mover bestellt und der braucht Strom. Und wir haben ein Autark-Paket bestellt und auch das braucht Strom. Und jetzt würdet ihr sagen, ja klar, ihr habt ja den Mover bestellt, also sollte da eine Batterie bei sein. Vollkommen richtig, theoretisch ist das so. Die Firma Knaus liefert das Autark-Paket nur mit Batterie und sie ist nicht abbestellbar. Und die Firma Knaus bietet den Mover, auch dann nur den Truma XT, mit Batterie. Und das wollten wir nicht, wir wollten unsere eigene Batterie da reinmachen. Und wir wollten auch den XT-Mover nicht. Also ich wollte den XT-Mover nicht. Meiner Frau ist es eigentlich völlig egal, die hätte sich wahrscheinlich auch gegen den Mover entschieden, weil das kann ich ja machen, ich könnte den da schieben. So hatten wir das auch bei dem anderen Wohnwagen und ja, also das ein oder andere Mal ist es im Streit geändert. Aber wir schweifen ab. Wir haben den SX-Mover bestellt, das war mir ziemlich wichtig, dass der SX wird, weil der ordentlich Power hat und der auch diesen coolen Schieberegler hat zum Movern. Und den konnten wir nur beim Händler bestellen, Knaus hat uns den nicht geboten und deswegen ist er vom Händler gekommen, kein Problem. Die Jungs haben eine richtig saubere Arbeit gemacht, also vielen Dank an die Firma Jürissen, euer Team, echt spitze, das ist so sauber gearbeitet, also Respekt. Da habe ich schon andere Sachen gesehen. So hätte ich es auch gemacht und so habe ich es mir gewünscht, so ist es geworden. Und die Firma Jürissen bestand auch nicht darauf, dass sie eine Batterie verkaufen. Erst hatten wir es mit Batterie gekauft, aber im Nachhinein hatte ich mir überlegt, es ist wesentlich wirtschaftlicher, eine Lithium-Batterie einzubauen, beziehungsweise eine Lithium LiFePO 4 oder LiFePO 4, LiFePO 4, wie auch immer. Wirtschaftlicher aus dem Grund, erstmal hat sie 5 Jahre Garantie, 3000 Zyklen sollen auf jeden Fall machbar sein, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr und man kann sie reparieren. Ist eine von Liontron. Nein, ich mache keine Werbung für Liontron oder theoretisch ja jetzt schon, aber nicht bewusst. Ja, doch auch bewusst, aber Liontron hat mich nicht darum gebeten und ich werde nicht bezahlt dafür oder sonstiges. Das ist einfach immer meine Überzeugung und meine Überzeugung kann ich euch preisgeben. Ich mache auch dieses Werbeding hier rein, stört mich überhaupt nicht. Und ein Ladegerät von Victron Energy haben wir genommen. Warum die Lithium-Batterie? Nochmal zurückzukommen, sie ist aufschraubbar, also nach der Garantiezeit kann man sie reparieren. Ob das jetzt jeder kann, weiß ich nicht, aber Liontron repariert sie auch. Die haben Reparaturservice, kannst du reinschicken und für wenig Geld, so sagt man bei Liontron, kann man sie reparieren. Natürlich ist in der Anschaffung erstmal genauso teuer wie 3 AGM-Batterien oder 2 sehr hochwertige AGM-Batterien. Aber das ist erstmal egal, weil wenn sie 10 Jahre hält, wovon ich jetzt einfach ausgehe und das muss sie jetzt auch einfach können, und wenn sie 5 Jahre ohne Schäden hält und dann halt eine Zelle mal getauscht werden muss, ist kein Problem, aber wir können sie tauschen und ich kann das auch selber. Und deswegen denke ich, dass die Liontron-Batterie im Nachhinein günstiger sein wird. Davon abgesehen haben wir eine 80 Ampere Liontron genommen, die hat aber irgendwas um die 90 laut App. Somit können wir auch 80 Ampere voll ausschöpfen. Das hätten wir bei der AGM-Batterie nicht gekonnt. Das wäre auch eine 80 Ampere-Batterie gewesen. Und da wisst ihr ja, so 50% ist dann echt ein Max und dann geht die richtig in den Keller und dann kannst du Pech haben, dass sie dann auch schon Game Over und kaputt ist. Nicht nur das, wenn du sie benutzt hast, musst du sie auch immer wieder voll aufladen. Das geht bei einer AGM-Batterie erstmal recht zügig, aber die letzten, die letzten Volt, sage ich mal, beziehungsweise die letzten Ampere, die laden extrem langsam. Und dann sagt man so ausgerechnet, ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist, aber bei einer 80 Ampere Batterie bist du so irgendwie, ja, bis sie komplett voll ist und gesund ist, meine ich so zwischen 12 und 16 Stunden. Und das ist schon echt viel. Die Liontron Batterie, beziehungsweise alle Lithium Batterien, da kannst du je nach Hersteller, weiß nicht, ich glaube, die darf sogar 100 Ampere Max haben, Ladestrom. Wir haben 20 Ampere Ladestrom genommen, das reicht für uns. Und ich habe sie auch schon mal geladen und das Ding wird auch gut warm, aber das Schöne ist, hier ist kein lauter Lüfter drin. Da ist ein kleiner Lüfter drin, der so ein bisschen die Elektronik kühlt tatsächlich, aber stört überhaupt nicht und unter der Sitzbank hörst du es einfach nicht. Warum noch eine Lithium-Batterie? Machen wir uns nichts vor, sie ist einfach viel, viel leichter. Übrigens, wenn es so ein bisschen hallt, es tut mir leid, wir sind hier gerade in meinen heiligen Wänden, heiligen 4 Wänden. Tatsächlich sind es sogar 4 Wände. In meinem Werkzeugkeller, in meinem Hobbyraum. Hier werde ich auch eigentlich von Angie alleine gelassen und in Ruhe gelassen. Und hier verziehe ich mich auch ganz gerne zum Basteln hin. Zeige ich mal einmal kurz die Batterie. Dann seht ihr auch einfach mal, dass sie wesentlich leichter ist. Ja?
Ich kann sie mühelos durch die Gegend werfen. Also es ist echt, das ist der Knaller, diese Batterie. Ich meine, angegeben ist sie mit 13 Kilo. Ich habe sie jetzt noch nicht gewogen, aber ich vertraue der Sache schon. Also die ist wirklich echt cool leicht und super handlich. Ich kann euch auch mal eben zum Vergleich eine AGM-Batterie in der Größe zeigen. Also, das ist so eine AGM, auch eine Aufbaubatterie tatsächlich. Die hatte ich mir für den alten Wohnwagen zugelegt. Da wollte ich auch mal Mover einbauen, das wurde aber nichts, weil statt einen neuen Mover haben wir halt einen neuen Wohnwagen mit Mover gekauft. Völlig behämmert eigentlich. Naja, das ist jetzt diese AGM-Batterie. Und nur einfach mal zum Vergleich, also die, ich spiele das nicht, die ist wirklich echt schwer. Ne? Also, wir können mal versuchen, ob ich es auch hochgeworfen bekomme. Und das mit Schlappen, also, das ist schon wesentlich schwerer, ja. Es geht noch, aber... ist halt auch ultra unhandlich. Wer mal eine Batterie getragen hat, der weiß, wie blöd das ist, so eine Bleibatterie zu tragen. Ja, noch ein Grund mehr für die Lithium-Batterie, halt Gewicht. Wir haben zwar genug Zuladung, aber wenn man sich 15 Kilo sparen kann, dann gerne. Das ist nämlich eine Kiste Bier in etwa. Ja, und für unser Autark-Paket ist es natürlich auch ziemlich wichtig, dass wir ein bisschen Power haben. Das Autark-Paket kam auch von der Firma Jörissen, die haben da auch so einen Batteriemanager eingebaut und ein paar Relais, die halt das Auto dann auch trennen, wenn wir 12 Volt nutzen, dass die Starterbatterie nicht leergezogen wird und so. Cooles Ding, was sie da haben auf jeden Fall. Ich meine, das ist von denen selber gebaut, ich habe es nicht ganz in Erinnerung, aber ich glaube, der Herr Jörissen meinte, das ist von denen gebaut und entwickelt. Cool auf jeden Fall, sauberes Ding. Wir wollen mal die Batterie jetzt einbauen und das Ladegerät auch. Da hatte uns die Firma Jörissen dann an der Stelle, wo die Batterie hin soll, eine Steckdose hingebaut. Das war mir unheimlich wichtig, dass die das machen, weil ich möchte nicht an der Bordelektronik rumfummeln. Ihr wisst das in Garantiezeiten, das könnte blöd werden. Dann könnte man dann sagen, ja, sie haben da an der Elektronik rumgefummelt. Uns wurden die Kabel hingelegt. Wir brauchen eigentlich nur noch die Dinger reinstellen, anschließend festmachen, dann sind wir fertig. Gut, ein bisschen Kabel müssen wir noch dazu machen vom Ladegerät zur Batterie. Das machen wir jetzt, das würde ich auch in so einem Zeitraffer machen. Vorher zeige ich euch einmal vom Nahen noch die Geräte. Wie gesagt, weder bezahlt noch sonst was, immer gekauft aus Überzeugung. Ich bin so einer, der liest sich da tagelang durch, bevor er was kauft. Und hier sind wir bei Victron Energy gelandet, Blue Smart Charger. Und das Coole ist, auch den könnt ihr via Bluetooth mit eurem Smartphone verbinden und könnt genau gucken, was er macht. Ihr könnt die Ladekurven ändern und das ist cool. Und dieses Ladegerät hat natürlich eine extra Lithium. Ich weiß nicht, ob man sieht, extra für Lithium-Batterie eine Ladekurve. Weil da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr eine Lithium-Batterie habt, da könnt ihr nicht jedes Ladegerät nehmen. Weil eine Lithium-Batterie eine andere Ladekurve hat als eine AGM-Batterie oder eine normale Bleisäure-Batterie. Das kommt dann da rein und dann nochmal hier die Line schon 12,8 Volt, 80 Ampere. Mit Bluetooth auf und App. Gut, dann wollen wir mal anfangen, so ein bisschen das zu verdrahten. Dann setzen wir sie gleich oben rein und dann gucken wir mal, dass das schick wird. Vom Ladegerät zur Batterie hätten wir dann auch schick gemacht. Wie sich gehört natürlich mit ordentlichen Kabelschuhen, Schrumpfschlauch drüber. Leider hatte ich jetzt keinen schwarzen mehr dafür, aber ich erkenne auch so, dass das ein schwarzes Kabel ist. Für all die Kritik kommt. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch nicht einfach irgendwelche Stripsen oder Litzen, die rausgucken, sondern auch mit einem vernünftigen, mit einer Aderenthülse und wieder mit einem Kabelschlauch. Gut. Dann können wir hier auch unser Ladegerät schon öffnen. Und dann haben wir hier zwei Kreuzschlitzschrauben. Ganz einfach Plus und Minus, steht drauf. Total easy.
passenden Kreuzschraubendreher nehmen. Rot für Plus. Handwaben anziehen. Ja gut, der Deckel, der ist nicht der schönste. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass wir keine Zugentlastung haben. Also das hätte man schöner machen können mit einer Zugentlastung. Aber gut, das ist ja im Auto fest, da wird nichts passieren. Ja, dann können wir jetzt nach oben gehen und bauen das Zeug mal ein. Also Freunde, das Ladegerät haben wir schon mal verbaut. Sitzt auch richtig gut, perfekt, dass dieses Brett da ist. Kabel kann man schön hinten herlegen. Die Batterie, die befestige ich mittels einem Industrieklett. Ich denke, das wird völlig ausreichend sein. Die Batterie wiegt halt nur 13 Kilo und sie soll halt am meisten davon geschützt werden, dass sie verrutscht. Aber dieses Klett ist mega, damit habe ich schon sehr viel befestigt. Und ich denke, dass das auch hier ganz gut funktioniert. Wir probieren es gleich einfach mal. Ja Freunde, Batterie ist eingebaut, das Ladegerät auch, das ist ganz ordentlich geworden mit dem Klett, ich habe da gerade noch mal ein bisschen dran rumgerüttelt, also ist echt schon gut, hält perfekt, kann man so machen, denke ich, also für mich ist das in Ordnung, muss natürlich jeder selber wissen, also nicht haten, wenn ihr sagt, hey, da muss eine richtige Befestigung und Batterieschale und schieß mich tot, ich für meine Zwecke brauche das jetzt erstmal nicht. Und probiere, ob es geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Zumal es da eh nicht so weit kommen kann. Also sie wird nicht rausspringen. Sagen wir es so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video wird nicht ganz so lange. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Einen Daumen nach oben, wenn es geht. Daumen nach unten akzeptiere ich aber auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Alles kein Problem. Wenn ihr weiter solche Videos haben wollt, dann sagt gerne Bescheid. Mache ich gern. Zu Fragen für die Batterie oder fürs Ladegerät, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Glück auf, euer Podcamper.